Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch 6 von Sido in der Vinyl Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Vinylinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zu Vinyl findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. 6 von Sido, das Ganze aus dem Jahr 2015. So sieht das Ganze aus. Die Box habe ich euch bereits vorgestellt und heute ist es an der Zeit für die Vinyl. Bevor wir die Folie abnehmen, hier oben rechts bzw. oben links, haben wir noch einen Aufkleber. Und zwar lesen wir hier Sido VI, also in dem Fall römisch für 6. Das neue Album Doppel 180 Gramm Vinyl inklusive 120 cm Riesenposter und Album Download. Gut, nachdem wir das zur Kenntnis genommen haben, werden wir das Ganze mal aus der Folie holen. Am besten hier auf der Seite zu öffnen. So. Jawohl. Und wir sehen schon, der Aufkleber auf der Folie hat sich jetzt verabschiedet. Und das Cover ist nun ohne diesen. Wir haben hier einmal Sido in Schwarz-Weiß abgebildet mit Sonnenbrille, Haube und Bomberjacke. Fetter, alles ist die Sekte-Kette um den Hals. Die gab es hier, glaube ich, in der AIDS Royal Box von Vitaid, diese Kette. Und dann lesen wir hier Sido, in dem Fall das O, die klassische Maske von Sido. Und in dieser Maske lesen wir VI, also römisch für 6. Gut, auf der Seite lesen wir hier auch nochmals Sido in weißer Schrift und darunter VI in goldener Schrift. Und auf der Rückseite haben wir dann Sido vor einem Rolltor von so einem, ja, sieht aus wie so ein Lieferanteneingang, No Parking lesen wir hier, 24 Hours, 7 Days, also dürfte hier wohl in den USA sein. Und dann haben wir hier die Tracklist, und zwar haben wir insgesamt 17 Tracks auf die 4 Seiten verteilt, also 2 Vinyls hier drinnen, Credits und Barcode hier unten noch. Dann schauen wir mal hinein. Und zwar haben wir hier ein Gatefold zum Aufklappen. Und hier in der Mitte, das dürfte wohl das Poster sein. Zu dem kommen wir gleich noch. Dann haben wir hier einmal Sido in einem Lift, in einem Fahrstuhl abgebildet. Mit Maske, wie er hier gerade in den Spiegel sieht. Berlin Pullover, also der Berliner Bär hier auf dem Pullover. Und dann haben wir hier die Informationen zu den einzelnen Tracks, als wer das Ganze produziert hat. So sieht das aus. Und dann schauen wir uns mal die Vinyls an. Und diese kommen in einem echt hochwertigen Cover. Und zwar haben wir hier keine schlichten Papierhüllen, sondern wir haben hier die Tracklist hier nochmal vermerkt. Also der 4 Tracks, die auf dieser Vinylseite sind. Inklusive der Features, also in dem Fall Andreas Burani und Dylan Cooper. Und nicht nur das, sondern wir haben hier die Produzenteninfo plus auch noch die gesamten Texte abgedruckt. Also wirklich hier jeder Track Wort für Wort aufgedruckt auf diesem Vinylcover. Auf der Rückseite ebenfalls. Also hier wieder 4 Tracks drauf, in dem Fall ein Olexesh Feature mit dabei. Und dann haben wir hier noch die goldene Maske mit dem VI. So, dann schauen wir mal hinein. So sieht dann die Vinyl aus, also in dem Fall das hier die B-Seite mit 4 Tracks. Dann haben wir natürlich auch noch die A-Seite, ebenfalls mit 4 Tracks, klassisch in schwarz gehalten die Vinyl. Und in der Mitte haben wir den Berliner Bären im Fadenkreuz und dann auch in Gold lesen wir hier Sido. Sehr schön. So, dann machen wir die Vinyl mal wieder hinein. Dann haben wir natürlich auf der anderen Seite auch noch eine Vinyl dabei. So. Und hier nicht nur die Vinyl drinnen, sondern auch der Album-Download-Code. Den kommen wir auch noch gleich. So. Das ist die zweite Vinyl, die zweite Vinyl-Hülle. Hier haben wir ein Feature von Adel Tawil. Und dann hier noch die letzten 5 Tracks hier mit dabei. Features von Tony D, SDK und Ades. So, dann schauen wir uns auch hier mal
die Vinyl an. Diese natürlich ebenfalls in schwarz. Also hier auf der C-Seite nochmals 4 Tracks. Und dann auf der letzten Seite, auf der D-Seite in dem Fall dann 5 Tracks zum Abschluss. So, aber wir bekommen nicht nur diese zwei Doppelvinyls, sondern wir haben dann auch noch dieses kleine Kärtchen hier mit dabei in quadratischer Form. Also Sidos Maske hier am Boden liegend. Und auf der Rückseite finden wir dann dieses hier vor. Also einen Downloadcode, um das ganze Album noch in digitaler Version runterladen zu können. Sehr schön. Und darüber hinaus noch das, was uns ganz am Anfang entgegengekommen ist. Ein Poster. Und zwar ist das hier so wie ein Booklet gestaltet. Also wir haben hier diverse Eindrücke des Albumentstehungsprozesses oder Making of mehr oder weniger. Hier DJ Desio, das ist von einem Videodreh. Diverse Aufnahmen, schön gemacht. Und auf der Rückseite haben wir dann ein Poster in einem sehr ungewöhnlichen Format. Und zwar haben wir hier im Querformat Sido mit ausgestreckten Armen in den USA. So sieht es aus. Und auf der rechten Seite haben wir dann auch nochmals Sido VI abgebildet. Also das Ganze als Poster verwendbar, doppelseitig bedruckt, je nachdem, ob ihr auf diese Making-ofs, auf diese einzelnen Fotos hier steht oder dieses einzige Foto hier, dieses große Foto von Sido. Gut, zum Abschluss fassen wir einmal kurz zusammen, was sich alles in der Vinyl Edition befindet. Einmal eben gezeigte Poster, beidseitig bedruckt. Dann dieser Album-Download-Code für das Album in digitaler Version. Und natürlich die beiden Vinyls, die hier in diesen bedruckten Covers daherkommen. Das alles in dieser wunderbaren Vinyl-Edition 6 von Sido. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Vinyl? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Sido unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.